Haben die hier alle nichts zu tun? Jo. Herzlich willkommen zurück mit Aloy bei Horizon Zero Dawn. So, wir haben hier den Nebenquest hier für die Müllhalde hier gemacht. Und hier irgendwo habe ich erst gesehen, da blitzt noch ein Ausrufezeichen auf. So, das wird der letzte Auftrag im gesamten Spiel sein. So, dann sind nur noch... arbeitsreiche Tage und ruhig. Die Graserattrappen zu machen, soweit ich weiß. Und, ja, dann können wir eigentlich hier in den Endspurt starten. Okay, na gut, machen wir mal. Suchst du was Bestimmtes? Keine Spur von meinen Freunden. Sie folgten ein paar Behemoths und sind noch nicht zurück. Nur erfahrene Jäger folgen solchen Maschinen. Schaffen sie das nicht allein? Ich sorge mich ja nicht um sie. Wir brauchen spezielle Kabel von den Behemoths für unsere Kanonen. Kriegen wir die nicht, zieht Petra mir die Haut ab. Ich hätte dem Tausch nie zustimmen sollen. Okay, guck mal hier. Warte. Ja. Was für einen Tausch meinst du? Peter hat mich und Belatka angewiesen, Kabel von den Behemoths zu besorgen. Aber Jorgis und Belatka sind füreinander bestimmt, wie Hammer und Stahl. Sie wissen es nur noch nicht. Also habe ich mit ihm getauscht, um, die Sache in Gang zu bringen. Hat sich Belatka nicht gewundert? Es war ihre Idee. Und ich fürchte, es lief zu gut. Wenn sie beim Knutschen die Herde verpassen, steht meine Haut auf dem Spiel. Beim Knutschen? Naja, wo sahst du sie zuletzt? Na hier, vor ihrem Aufbruch. Sie gingen weg und stritten die ganze Zeit. Worüber denn genau? Wie man am besten die Herde findet. Jorgris ist gut mit dem Bogen, aber er könnte sich im eigenen Haus verlaufen. Was hab ich getan? Warum sagst du es Petra nicht einfach? Wenn du es ihr sagen willst, bitte sehr. Vielleicht reagiert sie sich an dir ab und wird müde, bevor ich dran bin. Das Problem ist, Aloy kann sie nicht böse sein. Ich würde die beiden ja suchen, aber da Jorgris mich vertritt, habe ich seinen Wachdienst. Ich werde deine Freunde suchen. Wo wollten sie hin? Sie wollten zum Bogen im Nordwesten, um die Herde zu finden. Ich hoffe, sie haben den Weg gefunden. Ohne diese Herde können wir unsere Kanonen vergessen. Ich werf mich ins Feuer, wenn ich unsere Freiheit riskiert habe. Das sollte die letzte Option sein. Ich tue, was ich kann. Ich habe den ganzen Tag... Aktivieren, Stufe 20. Zwei Jäger aus Freihalde sind blablabla. Rede mit Petra. So, mein Schatz. Komm. Mein Feierabendbier habe ich mir... Hey, mein Engel. Ich rede so. Irgendwo ging es jetzt hier hoch hier. Wo ist die Treppe? Das ist nicht nur eine milde Müllhalde, das ist auch ein Irrgarten. So, hier oben. Ich vermisse Haupt. Willst du erst mit der reden? Immer so blass. Ein paar Minuten in der Schmiede und du hast Farbe auf den Wangen. Dazu brauche ich keine Schmiede. In der Wildnis klappt das auch ganz gut. Was hat dein Feuer diesmal entfacht? Ich komme damit klar. Aber sicher doch, nur wenn es um Freihalde geht, muss ich's wissen. Du hast zwei Jäger losgeschickt. Sie sind verschwunden. Oh, das kann nicht sein. Kelo findet eine Nadel im Schrotthaufen. Es sei denn, er war leichtsinnig, verdammt nochmal. Was hat er getan? Er hat mit Jorgris getauscht. Pah, Feuer und Spucke! So. Wozu brauchst du denn diese Behemoth-Kabel? Es sind die besten Zündschnüre für die Kanonen. Aber sie nutzen schnell ab, man braucht ständig neue. Mit den Waffen sind wir stark und frei. Ohne sie haben Banditen und Maschinen leichtes Spiel. Ihr könntet handeln. Manche Sachen müssen wir selbst beschaffen, sonst machen wir uns abhängig. Diese Last tragen wir nicht. Aber ich sollte dir helfen. Manche Lasten sind willkommen. Was unternimmst du wegen des Tauschs? Das war reine Zeitverschwendung. Jorgris und Belladia muss man nicht drängen. Sie sind füreinander bestimmt. Genau wie beim Schmieden. Das Gewicht des Hammers macht die Arbeit, nicht dein Arm. Aber dass Kelof eine zarte Seite hat, gar nicht wütend? Oh, er bekommt Ärger. Aber ich habe gelernt, dass manche Dinge einfach passieren. Warum ist die Herde so wichtig?
Wenn sie die Brutstätte erreicht, kriegen wir sie nicht mehr. Und eine andere wird nicht so bald kommen. Wir brauchen die Kabel. Und wir brauchen sie jetzt. Wenn du die zwei findest, bring sie in einem Stück zurück. Und wenn du noch Behemoth-Kabel mitbringst, wäre ich dir sehr verbunden. Vorsicht, könnte Gewohnheit werden. So, finde die Jäger. Na, komm schon. Eine Variante entscheiden müssen. In Frieden leben oder uns über die Kaja beschweren. Ich würde gerne mal einen mitnehmen. Wenn ich jetzt einen Ausgang hier finden würde. Freihalte, jo. Behemoths. Machen wir doch. Guck mal, was haben wir denn? Das Problem ist hier, wegen den Dingern haben wir... Wie viel Lohe haben wir noch? Keine Ahnung. Ich hätte vorher mal speichern sollen. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch ein Lagerfeuer. Wir gucken mal auf die Karte. Hier drüben wäre ein Lagerfeuer. Ich hätte fast gesagt, wir holen uns ein Reittier, aber über die Hügel hier, da wird das wieder schwierig. Und hops. So, Lagerfeuer. Wo ist hier Lagerfeuer? Da unten. Ich glaube, die Ecke kennen wir schon, oder? So, wir speichern garantiert. Wir speichern erstmal. Medizinbeutel ist natürlich voll. Wir haben nämlich diese geile Rüstung. So, manuelle Speicherung. Speichern das jetzt hier drauf. So. Nee. Ihr lasst mich in Ruhe. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Ihr nicht schon wieder. Hier an den vorbei, ohne dass sie mich hier sehen. Wo muss ich überhaupt hin? Wo ist eigentlich das Ziel hier drüben? Auf der anderen Seite von diesem blöden Hügel da. Na, wo denn? Jo, komm her. So. Geht schneller, hoffe ich mal. Ich kann den Holz mitnehmen. Da oben doch nicht etwa. Kommen wir hier oben hin. Ich würde sagen, klettern. Da oben sind sie bleiben. Zwei streitende Jäger? Genau das, was ich suche. Weil ich mich bei deinem ganzen Geplapper nicht konzentrieren konnte. Du hast doch andauernd was gefragt. Wo hast du Schmieden gelernt? Warst du schon mal beim Aufzug in Mir? Da kommt jemand. Ja, da kommt jemand. Wo? Ich sehe keinen. Ja, Leute. Seid ihr Jorgris und Belatka? Nein. Kehle wollte, dass ich euch suche. Ach ja? Dann weiß Petra, dass wir versagt haben. Nein. Ich hab versagt. Mir egal, wer versagt hat. Nur, soll ich die Herde nicht für euch aufspüren? Das kann ich nicht zulassen. Ich war dafür verantwortlich, nicht du. Oder er. Es sind drei Behemoths und ein paar Panzerwanderer. Das wird nicht einfach allein. Das Anschleichen funktioniert besser ohne Unterhaltung. Streiterei, meinst du? Ich begleite dich allein. Jorgris kann seine blöden Fragen in den Wind stellen. Warum hast du in den Tausch eingewilligt, wenn du mich nicht ertragen kannst? Wenn du nicht... Okay, genug. Jorgris, Belatka wollte mit Kalov tauschen, um Zeit mit dir zu verbringen. Was?
Und wenn das stimmt, führte dich Jorgris auf Umwege, um noch länger mit dir zu reden. Ich? Wirklich? Ihr sprecht euch jetzt aus, ich besorge die Behemoth-Kabel. Wo war die Herde zuletzt? Genau. Oh, auf diesem Grat. Nimm ein paar Pfeile mit. Danke. Jo. So, suche die Spuren der Erde. Warte mal, haben wir Spuren? Nee. Warte mal, wo ist die Bande? Da hinten. Komm mal hoch hier, komm. Ich kann hier keine Anhängsel gebrauchen, auf die ich am Ende noch aufpassen muss. Komm mal runter hier von dem Ding. Komm mal runter hier. Oh. So. Na also. Hier lang. Na komm. Die Herde war zuletzt also hier, ja? Na? Finden wir und machen sie platt. Soll ich mich verarschen? Komm, lauf! Nein, was machst denn du? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ah, Langhals. Den kennen wir schon. Ich kann sie hören. Oh. Ja. So. Das war natürlich schön, wenn wir einen der Bande hier übernehmen könnten, den Behemoth. Wir haben Behemoth übernommen. Das war schon schlecht. Halt! Panzerwanderer. Hey, Behemoth. Es hört auf zu regnen. Irgendwann musste es ja mal aufhören. Einen hätten wir. Esse. Hab ich dich. Nur noch empfindliche Stellen gefunden.
bin in After rein hier. Guck mal hier, zack. So, Maschinenkelch. Die Dinger holen wir uns so. Das sollte hilfreich sein. Jo! Was ist dort noch? Noch so einer. Warte, warte, warte. Jo. Hätten wir. Panzerwandererkiste. So, Metallgefäß. Behemoth-Kabel wollten die haben. Behemoth-Kabel. Ich hab schon zu viel dabei. Mit Kabel. Jojo. So, 6 von 9. So, wo ist der letzte? Mann, lass doch die Dinger stehen. So, der letzte liegt. Das sieht aus wie ein Brettplatz hier. So. Jo. Jo, hätten wir. Ja, uns fehlt natürlich wieder ein bisschen an Lohe hier, aber ansonsten eigentlich relativ easy, würde ich mal sagen. Das ganze Ding hier. Jo. So, erstmal aufräumen hier. Ist das schön. Hey Leute, nimm mit den Scheiß hier, komm. Das ist, wenn man bei, wie gesagt, an solchen Punkten, bei solchen Spielen, an dem in diesem Punkt hier ist, wo man wirklich ja, wie gesagt, nicht unsterblich zwar ist, ist klar, aber dass man hier gerade auch solche Gegner hier mit relativer Leichtigkeit hier besiegen kann. Abrissspule, scheiß drauf. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Lohe hier geerntet. Naja, ein bisschen, wirklich, aber wirklich nur ein big bisschen. So, dann gehen wir mal zurück. So, mit wem soll ich jetzt reden? Bringe die Behemoth-Kabel zu Petra. Warum sollen wir uns hier die Hackenwunde rennen? Guck mal, wir haben noch Lagerfeuer. Geht doch alles viel schneller. Jo. Es gibt hier viel Arbeit. Keine Liebe. Jo. Du hast die Behemoth-Kabel, oder? Ich wusste, du schaffst es. Und Jogris und Belatka kommen auch. Irgendwann. Wir erwarten dich, seit sie zurückgekehrt sind. Es hat irgendwie geklappt. Sie sind im Schuppen und knutschen. Endlich. Petra hat mir Wachdienst aufgebrummt und so war's das wert. Danke. Kein Problem. Du hast ihr Gezänk also überlebt. Ah, knapp. Ich könnte alles darauf schieben, dass sie jung sind, doch die Alten sind auch nicht besser. Danke, Aloy, für deine Geduld. Jo, begib dich zum Sonnenballast. Ja.
Okay. Da hätten wir jetzt, guck mal, wir gucken uns das mal an hier. Quests. So. Notizbuch. So, nee, hier. 91er Mann, ja, ja. Wir haben jetzt 94, wir haben jetzt die beiden Nebenquests, die beiden Hauptquests fehlen ja natürlich, die wir jetzt noch offen haben, ist ja klar, das geht ja automatisch. So. Neben und 14 Aufträge, 22 Nebenquests haben wir alles erledigt. So. Dann gehen wir erstmal zum Lagerfeuer. Hier runter. Speichern das ganze Ding und dann fangen wir an, hier Graserattrappen zu machen. So, drohende Schatten. Warte mal, das ist... Können wir machen. So. Dann würde ich mal sagen... Gehen wir... Fangen wir direkt hier an. Das war doch hier, oder? So, bei Rosts Haus. Jetzt sind wir wieder dort. Jo. In welcher Zeit leben wir? Hm. Dass er das alles gebaut hat. Allein. So viele Erinnerungen. Das ist nicht mein Zuhause. Nicht ohne Rust. Hier gibt es nichts für mich. Jawoll! Genauso will ich das sehen. Wir sollen aber 7 sein. So, wir gucken mal ins Notizbuch. Da war hier unten Statistiken. Das waren. Ach, Mensch. So, hier unten. Oh, Trainingsattrappen. 5. Ich weiß aber nicht, wo ich schon welche gemacht habe, weil hier bei Rosts Haus sollen 7 zu finden sein. So. Muss ich mal gucken. Das hier sind die nicht. Nee, nee. Hier ist noch eins. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Jo. Und hier noch mehr? Ja. Ich erinnere mich immer wieder, wie Aloy hier rauskam. Nach der Cutscene damals, nach der Videosequenz, wo Aloy halt dann größer geworden ist. Jo. Jetzt haben wir 7. Ob die alle hier von hier stammen, die alle 7, die wir jetzt auf dem Konto haben. Das weiß ich nicht. Wir machen erstmal die hier tot. Die gehören ja nicht dazu. So. Ich weiß nicht, ob hier draußen noch welche standen. Aber hier haben wir jetzt... 3 hatten wir. So. Da würde ich erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal die restlichen alle. Und dann gucken wir weiter, wo hier vielleicht noch einer fehlt, weil hier sehe ich momentan keinen stehen. Irgendwie in den Ecken oder sowas. Nee. Und den haben wir gerade geholt hier unten. So. Okay. Dann Mutterherz. Da sollen 2 stehen. Wo ist Mutterherz? Das hier ist Mutters Wacht. Sollen auch welche 2 stehen. Ich glaube, die hatten wir das letzte Mal sogar gefunden. Aber ich habe die, wie gesagt, hier dieser Schlag. Ich wusste das echt nicht mehr. Diesen Schlag hier. Ja, den müssen wir schon mal gemacht haben, weil wir hatten ja 3 schon auf dem Konto, also. Jo. So, müssen wir die erste mal finden. Jo. Schaffen wir natürlich nicht mal alles in dieser Folge, das ist klar. Und hier draußen? Naja, Mutters Wacht, wie sieht das schon wieder draußen aus dem Gebiet? Oder weiter oben?
Wir hatten die doch gesehen das letzte Mal. Oder ich bin schon wieder blind. Na ja, gut, den Schlag mindestens, den müssen wir erkennen. Wir mussten ja hier schon Winter einschlagen damit. So, weiter oben? Wir hatten doch das letzte Mal weiter unten welche gesehen. Würde ich so blöde sein. Wahrscheinlich ja. Das Urmutter, nee. Die Scheiße lassen wir. Todbringergewehr. Nee, lass mal. Ich sehe hier gerade keine. Hier gehen wir aber nicht nochmal rein. Irgendwie. Ich hole mir noch Frostbeulen. Ja, jetzt bleibt mal ganz ruhig, ey, Leute. Wir müssen wirklich hier unten noch irgendwo sein. Wo hatten wir die das letzte Mal stehen sehen? Das war doch hier unten irgendwo. Da standen die Dinger da rum. Hier, Holz nehmen wir mal mit für Pfeile wieder. Wir haben das eine ganze Weile vernachlässigt, leider tatsächlich Holz einzusammeln. Ich habe doch hier auf einem so ein Ding rumgeklopft. Wo stand denn das Ding? Siedlung betreten, Mutters Wacht. So. Merkwürdig. Und hier hinten in der Ecke oder sowas. Ich meine, zu übersehen sollten die doch eigentlich nicht sein. Oder standen die wirklich hier unten davor? Wir gucken mal hier unten davor. Da gibt's wohl die Siedlung. Hier ist einer. Ich muss den Kampf gewinnen. Jo. Andere, hier drüben der andere? Ah! Jo. Was speichern wir, das halten wir direkt fest. So, nächstes. Mutterherz. Mutterherz 2. Mutters Wiege. Cradle, Wiege, müsste eigentlich, das steht ja auf Englisch da, deswegen. Es ist bloß dumm, doof, dass es jetzt dunkel wird hier. Auch irgendwie alles zum Brei gehauen. Oh. Ja, okay. Dann würde ich das in der nächsten Folge direkt mit weitermachen. Weil die auf Escape drücken zum Pause machen. So, okay. Damit hoffe ich natürlich, das ganze Ding heute hier hat euch gefallen. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und empfehlt mich bitte weiter. So, wenn es euch gefallen hat. Damit Dankeschön fürs Zusehen. Ciao. Oh.